Du hast mich tausendmal belogen. Du hast mich tausendmal verletzt. Ich bin mit dir so hoch geflogen. Doch der Himmel war besetzt. Ein JL. Du warst der Wind. Wer sind Stimmen für den Zubgall zum Lauten? Wer ist der Lehrerstoff? Hab so oft gelacht. Gottes Willen. Ich würde's wieder tun mit dir. Ja, wie ich nicht. Heute Nacht. Oh, das schöne Lied. Nee. Ich mach jetzt mit dir. Kasse mit private Rentenversicherung. Papa? Ja. Papa? Ja, was ist? Ich hab da eine Rechenaufgabe. Von mir aus, aber komm nicht wieder zu spät nach Haus. Ich hab da eine Rechenaufgabe, die krieg ich nicht raus. Wie, die krieg ich nicht raus? Ja. 28 durch 7. 28 durch 7, dann kriegst du nicht raus? Nee. Elke. Ja? Dein Sohn. Der kriegt 28 durch 7 nicht raus. Ja, der hilft du ihm doch mal. Du siehst doch, dass ich am Bügel bin, oder nicht? Ob was soll ich mich noch all konzentrieren? 28 durch 7. Wofür brauche ich das überhaupt? Wofür? Das brauchst du immer, überall. Fällt mir im Moment nichts ein. Pass mal auf. Du hast 28. Du hast 28 Äpfel. Du hast 28 Äpfel. Du seid 7 Jungs. Jetzt wollen die Äpfel aufteilen. Wir sind immer nur 4. Der Marvin, der Kevin, der Gülkan und ich. Ja. Mein Gott. Dann nimmst du noch den Erwin, den Gerd und die Jessica dazu. Die Jessica, die ist blöd. Die kriegt keinen Apfel mehr von mir. Dann gehst du auf der Straße, suchst du noch ein paar andere. Nee, Hermann, der Junge, der geht mir jetzt nicht auf die Straße. Der bleibt hier und macht sein Schulaufgaben. Jetzt mischst du dich nicht auch noch ein, oder weißt du eine bessere Lösung, wie 28 oder 7 geht? Das gehört nicht hierhin und schon ja nicht vor dem Jungen. Jedenfalls geht der Junge nicht auf der Straße. Jo, dann bleibt er hier. Dann hast du Dinge, Wille. Wir haben also keine 7 Jungs. Wir haben jetzt 28 Äpfel und die teilen wir durch 7 Birnen. Das macht. Aber Herr, das geht doch auch, ja. Ja, ich weiß, es war falsch. Mach doch nicht mal so kompliziert. So. Pass mal auf, Junge. Ihr seid keine 7 Äpfel und keine 7 Jungs. Ihr seid 7 Zwerge. Ja? Und die haben zusammen eine 28-Zimmer-Wohnung. Ach, aber Hermann, es gibt doch in Jans Köln kein 28-Zimmer-Wohnung. Natürlich nicht. Es gibt doch in Jans Köln keine 7 Zwerge. Ich kann eine blöde Bemerkung schon hören. Aha. Blöde Bemerkungen. So. Und was machen deine 7 Zwerge in ihrer 28-Zimmer-Wohnung? Wohnen, was denn sonst? 28 Zimmer durch 7 Zwerge. So. Die gehen da durch. Und wie muss ich mir das vorstellen? Hintereinander, wie? Und was macht das Schneewittchen? Sie soll bleiben, wo sie ist, die blöde Nuss. Ach ja, Mann, das ist so ruhig für den Kopf. Na gut, jetzt sind wir mal anders. Pass mal auf. Die 7 Geister zum Beispiel, ja? Alles gut. Die mit den Wölfen, ja? 7 Geister durch 28 Wölfe. Wie viele Wölfe frisst jedes Geister? Aber Hermann. Aber Hermann, aber Geister, der Wölflein. Lass mir ein verdammt ein bisschen Ruhe. Wie viel sind denn nun 28 durch 7? Jung, du hast recht, pass auf. Du musst die Ruhe behalten, wie der Papa. Ja, den Nerven behalten, ne? Elke, wer frisst denn da immer die Wölfe eigentlich? Ja, was weiß ich denn? Vielleicht ein Rotkäppchen.
Rotkäppchen. 7 Rotkäppchen fressen 28 Geißlein. Oder anders, anders. 28 Rotkäppchen rennen durch 28 Wälder. Ja, und 28 Rotkäppchen fressen 7 Wölfe. Jetzt habe ich es, Hermann. Und 28 Geißlein kaufen sich 7 Wackersteine. Nun schreit doch nicht so. Ich bin sensibel. Das geht mir alles auf den Wecker. Wecker, Jung, das ist es. Wecker. Jetzt habe ich es. Pass mal auf. Du hast 28 Wecker, musst morgens um 7 Uhr aufstehen. Um 7? Seit wann muss der Junge um 7 aufstehen? Er muss um 6:30 aufstehen. Ja. Und wenn du schon mit Beispielen kommst, ja, ne, ja. Dann denk dir doch mal was aus, unter dem sich der Junge was vorstellen kann. Pass mal auf, Junge. 28 durch 7, hast du das kapiert? Ja. Das ist deine Aufgabe. Da musst du teilen. Ja? So, stell dir vor, du hast hier eine ganz große runde Torte. Ja? Diese runde Torte, dann nimmst du ein ganz großes Messer und dann teilst du die Torte in der Mitte durch. Ja, und dann ist die Torte geteilt. Ja, aber ich bin doch ein Einzelkind. Oh, ich bin jetzt satt. Elke, du musst die Praxis machen. Jede Stadt und kauf 28 Torten. Ja, aber für wen denn, Hermann? Für uns 7! Was? Wir sind noch nur 3. Holst du die Müllers noch unter, die 3 Bekloppten und der Geizige macht uns von unten, dann sind wir 7. 28 Torten, Hermann, weißt du, was das kostet? Das ist doch viel zu teuer. Für die Erziehung und Bildung meines Sohnes, das ist mir nichts zu teuer. Ja, was der Staat mit seiner verhunzten Bildungspolitik nicht schafft, das muss die Familie ausgleichen. Geh jetzt in die Stadt und kauf die Torten. 28 Torten! Okay, ja. Aber das ist ja der Wahnsinn! Da muss ja jeder von uns 4 Torten essen!